Hallo meine liebe Freunde und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich heiße Dimitri und in diesem Video werden wir einen Wechselrichter testen. Das Gerät, welches aus Gleichspannung 12 Volt einen Wechselspannung 230 Volt macht, mit angegebener Dauerleistung von 2500 Watt und mit Spitzenleistung, also Anlaufleistung bis 5 Kilowatt. Gekauft habe ich das bei AliExpress. Lieferung war aus Deutschland, drum Versand hat wenige Tage gedauert. In diesem Karton ist er zu mir gekommen, in super gutem Zustand, naja, weil die Reise hat nicht so lang gedauert. Und machen wir dann gleich das auf. Mal schauen, was da drin. Wenn das Gerät verfügt über keine Garantieversiegelung, dann werden wir auch mal ihn aufmachen und schauen, wie ist er von innen aussieht. So, so sieht das aus. Was sehen wir da? Bedienungsanleitung auf Deutsch, super gut. Im Komplett sind Autosicherungen mit dem Schlüssel. Ja, Spannweite 12. Mal schauen, erstmal auf die Seite, dann in Lieferumfang gibt es auch ein Verbindungskabel, interessant. So sieht es aus, schauen wir mal gleich, welche Querschnitt hat er. Mit dem Kabelbinder fixiert. Also, wir sehen drei parallele Leitungen. Ja, die Länge ist ungefähr halbes Meter. Und was es da drauf steht, 8 AVG. Man sieht das, hoffe ich. 8 AVG bedeutet etwas mehr als 8 Quadratmillimeter Querschnitt. Laut Tabellen aus dem Internet 8 Quadratmillimeter sollte für etwa 50 Ampere Last ausreichen. Und dadurch, dass hier drei parallel solche Leitungen angeschlossen, kann man davon ausgehen, dass der Verbindungskabel in diesem Form eigentlich für 150 Ampere Last ausgelegt werden soll. Und 150 Ampere und 150 Ampere mal 13 Volt sind 1950 Watt. Also knapp 2 Kilowatt Leistung sollte dieser Kabel aushalten. Das werden wir auch selbstverständlich testen. Erstmal auf die Seite. Dann, wir haben hier einen Netzwerkkabel, welche wir brauchen, um diesen Display anzuschließen. Das finde ich ganz, ganz gut. Dieses Gerät verfügt über so einen Display. Tue ich gleich die Schutzfolie runter. Jawohl. Hier sollte Eingangsspannung angezeigt werden, Ausgangsspannung, Ausgangsleistung und noch welche paar Parameter. Mit dem einrasteten Knopf kann man das Gerät ein- und ausschalten. Hier befindet sich der Anschluss. Drei typische Aufhängelöcher. Man kann dieses Display so ganz bequem so an der Wand aufhängen. So sieht es aus. Außerdem gibt es hier zwei Löcher und mit ein paar Schrauben kann man auch fest an der Wand verschrauben. So sieht es aus. Erstmal auch auf die Seite. Und jetzt kommen wir zu dem Inverter selbst. Ziemlich großes Gerät. So, mache ich den Karton jetzt auch auf die Seite. So, das Gerät ist ganz schön in die Folie verpackt. Man sieht das.
Machen wir gleich auf. So, auf die vordere Seite, sagen wir, sehen wir zwei Schuko-Dosen, Erdunganschluss, zwei Leuchtdioden, grün für die Power und rot für Fault, also irgendwelche Fälle, ein Ausschalter und für remote Kontrolle, also der Anschluss, wo wir mit Hilfe von den mitgelieferten Kabel den Display anschließen können. Ja, schauen wir mal auf untere Seite, steht hier irgendwelche Sticker mit technischen Daten. NRISE wahrscheinlich ist der Brand. Ausgabe von Waveform reine Sinuswelle. Eingangsspannung 12 Volt, Ausgangsspannung 230, Netzfrequenz 50 Hertz, Leistung 2500 Watt. Da weiter in die Ecke ein paar Zertifikate, CE, ROS und so weiter. Auf die Seite sehen wir zwei 60 mm Lüfter und rot und schwarz sind die Anschlüsse für Gleichstrom. Schaut ihr, wie die aufgebaut sind, so Schutzkappen. Also die Mutter hat Schlüsselweite 12, jawohl. Und Gewindedurchmesser sollte M8 sein. Ja, das stimmt, 7,9. Also Gewinde M8. So sieht es aus. Ja, mehr gibt es da nicht zu sehen. Das Gerät ist ziemlich schwer. Auf Verkäuferseite steht, das Gewicht beträgt 5,75 Kilo. Ja, am Gehäuse von der unteren Seite, man sieht hier Befestigungsmöglichkeiten von die und auch von dieser Seite, durch welche kann man dieses Gerät irgendwo auf der Wand montieren. Und diese externe Displaymöglichkeit finde ich ganz, ganz cool, weil man kann zum Beispiel in dem Wohnmobil den Inverter irgendwo verstauen unter dem Sitz oder weiß was ich nicht wo und diesen Display dort platzieren, wo kann man ganz bequem die ganzen Parameter ablesen und auch ihn steuern, ein- und ausschalten. Mehr brauchen wir von ihm eigentlich nicht. Genau, so sieht das aus. Also jetzt werde ich ihn zuerst einmal zum Netzteil anschließen. Schauen wir mal auf Ausgangsspannung. Dann werden wir mal testen, wie dieses Gerät auf zu niedrige Eingangsspannung und auf zu höhere Eingangsspannung reagiert. Leider heute werde ich euch nicht zeigen, wie die Sinuswelle am Ausgang sauber ausschaut, weil dafür benötigtes Messgerät Oszilloskop habe ich noch nicht gekriegt. Sollte aber in den nächsten Tagen zu mir kommen, dann werde ich das auch selbstverständlich beim Oszilloskop-Test auch zeigen. Ja, jetzt schalte ich das alles zusammen und dann machen wir weiter. So, meine lieben Freunde, habe ich alles angeschlossen. Am Netzteil habe ich 12,7 Volt voreingestellt. Zum Eingang parallel habe ich auch diesen Multimeter angeschlossen. Zum Ausgang habe ich diesen Multimeter angeschlossen, Messbereich bis 750 Volt Wechselspannung, hier 20 Volt Gleichspannung eingestellte Messbereich. Zum Ausgang des Wechselrichters habe ich einen Trafo angeschlossen und an den Trafo-Kontakte, wo 230 Volt von dem Wechselrichter kommt, habe ich die zwei Messspitzen vorsichtig einfach so aufgelegt. Ja, dann schalten wir das alles ein. Eingangsspannung ist da. Den Wechselrichter kann man selbstverständlich entweder mit dem externen Display einschalten oder auch ohne. Wenn man ohne dem Display sieht, er ist ausgeschaltet, dann muss man diesen roten Einschalteknopf betätigen. Was habe ich jetzt gemacht? Und jetzt sehen wir, dass Ausgangsspannung wächst und ist schon auch da 230 Volt.
Ja, schalte ich es aus. Ausgangsspannung gleich weg. Schalte ich diesen externen Display. Dieser Kabel ist über 5 Meter lang. Also die Länge ist eigentlich genügend, um den Wechselrichter gut zu verstecken. Also schalten wir dann von dem da ein. Das läuft. Wunderbar, Ausgangsspannung ist da. Eingangsspannung beträgt 12,4 Volt, ungefähr genauso wie der Multimeter uns zeigt. Da gibt es ja interne Temperaturmessung. Der Wechselrichter sollte sich ausschalten beim internen Temperatur über 70 Grad. Ja, dann in die Mitte sehen wir Batterieanzeige, Ausgangsspannung 230 Volt und Leistung in Watt. Mache ich so ein bisschen näher. Genau. Wir sehen, das Betrachtungswinkel ist eigentlich sehr, sehr breit. Man sieht, dass egal von, ja, hier geht es schon weg, aber also von jedem Eck, man kann die alle Angaben ganz gut ablesen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also, dann testen wir mal zuerst, bei welcher Spannung wird dieses Wechselrichter sich ausschalten. So, dann gehen wir langsam nach unten. Weniger als 11 Volt. 10,5. Ungefähr bei 10 Volt sollte schon sich ausschalten. Wir sehen, dass Batterieanzeige, fast alle Striche sind schon weg. Gehen wir nochmal. 10. Ja, und jetzt hören wir Alarm und am Ausgang gibt es keine Spannung mehr. Auch da sieht man das. Gehen wir wieder nach oben. Ist noch nicht da, Ausgangsspannung. 11 Volt. 11,5. Ja, ab 12 Volt funktioniert das Gerät wieder, schaltet sich ein und am Ausgang, wir haben schon unsere Wechselspannung, 230 Volt. Wunderbar. So, jetzt testen wir mal, wie funktioniert Überspannungsschutz. Dann erhöhen wir Spannung am Eingang. 14 Volt. Gehen wir noch weiter. So, ist schon fast jetzt 15 Volt. Noch mehr. Ja, bei 15,6 Volt alarmiert er uns wieder, dass am Eingang ist zu hohe Spannung und am Ausgang sehen wir Wechselspannung hat sich wieder verschwunden. Gehen wir wieder nach unten. 14 Volt. Ja, ab 15 Volt funktioniert er wieder ganz gut. Ja, also die zwei Positionen haben wir schon geprüft. Okay, dann rechnen wir mal ganz grob. 10 Volt geteilt durch 4. Wenn wir 4 Zellen Lithium-Eisenphosphat verwenden, dann pro eine Zelle 2,5 Volt.
was gleichzeitig auch Mindestspannung für Lithium-Eisenphosphat-Zellen beträgt. Also passt perfekt, würde ich sagen. Ja. So, wir sehen, dass der Wechselrichter braucht bei 13 Volt 1,2 Ampere von dem Netzteil. Das ist aber darum, dass am Ausgang habe ich diesen Trafo angeschlossen. Jetzt tue ich die Messspitzen vorsichtig weg und schalte ich ihn aus. Dem Trafo, der ist jetzt aus. Und wir sehen, dass Stromaufnahme beträgt 0,63 Ampere beim 13 Volt. Also schauen wir 13 Volt mal 0,63 Ampere sind 8 Watt, 8,2 Watt. Also 8,2 Watt braucht dieses Gerät als Leerlaufleistung, wenn er an ist. Und wenn wir ihn ausschalten, dann ist die Stromaufnahme weg. Das ist super. Das finde ich sehr gut. Das bedeutet, dass wir die Batterie brauchen überhaupt nicht abklemmen von dem Wechselrichter. Wenn er aus ist, dann frisst er überhaupt keinen Strom von der Batterie. Das ist sehr, sehr gut. Also minimale und maximale Spannung, bei welchem dieses Gerät sich ausschaltet, haben wir getestet. Ruheleistung gemessen. Jetzt möchten wir auch mal schauen, wie verhält dieses Wechselrichter bei dem richtigen Last. Ob die angegebene 2,5 Kilowatt Dauerleistung wirklich vorhanden oder nur auf Papier steht. Das werden wir jetzt gleich testen. Also baue ich jetzt hier alles um. So, die Batterie habe ich schon vorbereitet. Die besteht aus 8 Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Kapazität von jeder Zelle beträgt 120 Amperestunden angeblich. Tatsächlich von mir gemessene seht ihr auf den Isolierbandstücke. Verschaltet habe ich 4S2P. Das bedeutet, dass jeweils zwei Zellen parallel. Die zwei Zellen bilden dann eine Zelle mit Kapazität von 240 Amperestunden, weil jeweils zwei Stück 120 Amperige in parallel angeschlossen sind. Und diese, werden wir sagen, vier große Zellen sind in die Reihe angeschlossen. Also hier haben wir Minus Ausgang, Plus von erster Zelle ist mit Minus zweiter Zelle angeschlossen, Plus von zweiter Zelle mit Minus dritter Zelle, Plus von dritter Zelle mit Minus vierter Zelle und Plusausgang von die vierte Zelle ist der Plusausgang von gesamte Batterie. Balancierkabel habe ich schon auch angeschlossen. Das brauchen wir für BMS, Battery Management System. Ohne BMS darf man Lithium-Eisenphosphat-Akkus nicht betreiben. Also sehen wir, dass erste schwarze Leitung wird mit Minuspol verbunden. Der zweite Leitung ist zwischen erste und zweite Zelle angeschlossen. Der dritte Leitung ist zwischen zweite und dritte Zelle angeschlossen. Der nächste vierte Leitung ist zwischen dritte und vierte Zelle angeschlossen und der letzte Leitung ist ja mit Pluspol angeschlossen. Als BMS werde ich heute so ein Modul verwenden. Über ihn gibt es schon ein Video auf dem Kanal. Link befindet sich in Beschreibung. Wird auch jetzt gleich hier oben sich erscheinen. Für Ein- und Ausgang, ich habe jeweils drei Litzen von 8 Quadratmillimeter angeschlossen, schön verlötet, so wie es geht. Die andere Seite sieht so aus. In die Platine an die Stelle gibt es Löcher und man kann selbstverständlich auch mit Schrauben und Kabelschuhe diese Leitungen verbinden. An den Enden habe ich auch Kabelschuhe. Schön verlötet, noch nicht isoliert, weil im Moment habe ich so einen dicken Schrumpfschlauch nicht. Diese Balancierleitung wird hier angeschlossen, in diesen Stecker. In dem Video über diese BMS-Platine haben wir die getestet. Es gibt auch Videos über diese Zellen.
In einem Video haben wir die rausgepackt, Spannungen, Innenwiderstände gemessen. In anderem Video haben wir mit Hilfe von Spezialgerät tatsächliche Kapazität von diesen Zellen gemessen. So, den BMS-Modul habe ich direkt zwischen Wechselrichter und Batterie angeschlossen. So sieht es aus. Plus mit mitgelieferten Kabel mit Pluspol-Batterie angeschlossen. Bei Batteriemontage bitte unbedingt isolierte Werkzeug verwenden, weil der Werkzeug kann plötzlich aus den Händen irgendwann wegrutschen und dann kann er Kurzschluss verursachen. Und wenn der Werkzeug isoliert ist, dann kann es überhaupt nichts passieren. Das gleiche ist mit Ringe, Armketten, Armbanduhr und so weiter. Weil wenn E-Ring zum Beispiel zwischen die zwei Kontakte kommt, so ungefähr, ne? Dann wird der Ring gleich glühen und dann man zieht instinktiv die Hand weg, also wird der Finger dann gleich verloren. Um sowas nichts passieren kann, dann bitte unbedingt alle Schmuck abmachen. Ich habe meinen E-Ring da gelassen. So sieht es aus. Dann zwischen den Zellen habe ich solche Isolierplatten, so wie man sieht. Da sind die verwendet. Es handelt sich in meinem Fall über GFK-Platten, 1 mm dick, weil Gehäuse von diesen Zellen besteht aus Alu und diese Gehäuse ist mit Pluspol angeschlossen. Und wenn bestehende blaue plastische Isolation wegen Vibrationen in Wohnmobil durchgeschliffen wird, dann kann auch ein Kurzschluss passieren. Und um sowas zu vermeiden, ich empfehle ausdrücklich zwischen Zellen irgendwelche Isolationsmaterial verwenden. So, gehen wir weiter. Dann habe ich hier einen Wasserkocher vorbereitet. Da ist da Wasser drin, fast voll. Der Wasserkocher verbraucht von 1850 bis 2200 Watt. Also ganz genaue Leistung, welche wir testen wollen. So, dann schalte ich ihn gleich ins Gerät. So sieht es aus. Dann verbinde ich Zellenleitungen mit dem BMS. Jetzt haben wir Kontakt. Dann schalten wir das Gerät ein. Ah ja, schaltet sich nicht ein, weil ich muss wieder den Last kurz aus und an machen. Weil den Zellenverbindungen habe ich zuletzt angeschlossen. Also die BMS-Platine hat sich in Schutzmodus umgeschaltet. So, aus, ein. So, jetzt versuchen wir noch einmal. Ja, jetzt läuft's. Ja, wir sehen, dass Batterie ist nicht so ganz voll. 13,1 Volt. Ausgangsspannung ist da, 228 Volt und alles ist schon für den Test bereit. Ich schalte noch Stoppuhr im Handy, damit wir auch die Zeit kontrollieren können. Ich hoffe, dass man sieht. Der Strom werden wir auch mal messen. Mit dieser Stromzange, die sind aber bis 100 Ampere. Drum, dafür habe ich anderes Messgerät, der geht bis 400 Ampere. Und fangen wir an. Ich schalte den Wasserkocher an und es geht los. 170 Ampere, Wahnsinn. Also mache ich die alle drei. Na, da klammt er nicht. Also mache ich da einzeln. 55. Was ein Drittel beträgt. Weil alle drei Leitungen sind gleich vom Querschnitt und von der Länge.
Der Kabel ist lauwarm. BMS-Platine ist ja kalt. Ja, so sieht's aus. Ach, scheiße, den Stoppuhr habe ich vergessen. Na gut, machen wir beim nächsten Mal. Also, wir sehen, dass der Lüfter sich dreht. Die Spannung beträgt 12,1 Volt am Eingang. Innere Temperatur steigt auch langsam, 28 Grad. Ja, 1833 Watt am Ausgang haben wir bei 230 Volt ungefähr, springt irgendwie hin und her, aber funktioniert. Ja, läuft, meine Freunde, 173 Ampere. Der Kabel ist wärmer geworden, also ich würde sagen, dass ihm muss man etwas mehr Querschnitt schenken. Die Kontaktklemmen am Akkus sind ja kalt. Außer diesen Polanschluss, weil hier am Anschluss haben wir immer einen kleineren Querschnitt. Versuche ich ihm etwas mehr zu drehen. Da ist ja kalt, hier ist ja warm. Wahrscheinlich davon, dass ich diese Mutter nicht so ganz festgezogen habe. Aber der Kabel ist trotzdem ja sehr warm, würde ich sagen, so 50 Grad hat er schon erreicht. Ja, so ungefähr. Wie ich gesagt habe, also 47 haben wir schon gesehen. Es geht weiter. Spannung bleibt 12,1 Volt, geht nicht runter. 1833 Watt Leistung nehmen wir von dem Gerät. Der Wechselrichter wird überhaupt nicht warm. Nicht einmal ein bisschen. Die BMS-Platine ist inzwischen schon etwas wärmer geworden. 24 Grad ungefähr. Genau. Ist ja spürbar wärmer geworden. Ja, so ist das, meine Freunde, es funktioniert. Das Wasser ist schon fast seine 100 Grad erreicht. Aber Spannung bleibt erhalten. Jetzt. Also meine Freunde, man sieht, dass das alles funktioniert. Und funktioniert nicht schlecht. Einziges für so eine Dauerleistung würde ich diesen Kabel verstärken. Mindestens zweimal so hohe Querschnitt verwenden. Ja, meine liebe Freunde. 2 Kilowatt ist ja gut, das Gerät ist aber bis 2,5 Kilowatt ausgelegt und jetzt werden wir maximale Leistung von ihm testen. Ich schließe dann den Wasserkocher und einen Haartrockner an. So, dann stecke ich das hier rein. Hoppala. Erstmal aus und
schalte ich den Kocher wieder ein. 1800, 170 Ampere und jetzt geht der Haartrockner. 2,6 Kilowatt, wir hören ein Signal, Warnsignal. Machen wir noch mehr Leistung. 2,6 Kilowatt. Der Überlastschutz funktioniert auch tadellos. BMS-Modul hat auch das alles geschafft, hat sich nur ein bisschen erwärmt. Dieser BMS-Modul hat ganz kleinen Balancierstrom, ungefähr 100 mA, was für solche große Zellen, ich finde, ganz, ganz wenig. Aber vorgestern habe ich einen Balancer gekriegt, welcher Balancierstrom bis 6 Ampere hat. Und in einem von nächsten Videos werden wir zu solchen Batterien parallel zu diesem BMS auch einen aktiven Balancer anschließen. Ja, leider habe ich von Aufregung über den Stoppuhr vergessen. Aber wenn interessant, könnt ihr zurückspulen, eigene Stoppuhr einschalten und dann von dem Wasserkocher verbrauchte Energiemenge ausrechnen. Dann kann man pauschal so sagen, wie viel Mal können wir mit so einer Batterie 2 Liter Wasser kochen. Ja, so sieht es aus, meine Freunde. Das war's für heute. So einen interessanten, von meiner Sicht, Experiment haben wir heute gehabt. Wenn war interessant, bitte nicht vergessen, Daumen hoch klicken, meinen Kanal abonnieren. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und an dieser Stelle möchte ich mich für heute verabschieden. Bleibt ihr unbedingt gesund und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.